Servus, lieber Kenyon, zusammen herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Pflanzen vs. fucking Zombies. Wir sind bei Level 22 stehen geblieben, haben es mit dem Football-Zombie zu tun, der ein richtiger abgefuckter Psychopath ist und uns ganz schön auf Trab hält. Plus, wir sind immer noch in der Modernen, da die Dimensionsrisse noch weiterhin auftauchen werden. Und es wird knackig, es tut weh, es wird richtig wehtun noch, aber... Bevor wir jetzt starten, eine kleine Sache noch. Ihr durftet beim letzten Mal die Pflanze auswählen für 100 Diamanten, die wir uns kaufen sollen. Es ist gefallen, das Schrumpfhalschen und das Kiwi-Beast. So, interessanterweise ist das Kiwi-Beast von den Stimmen her am meisten genommen worden. Also wenn ich mir die Likes in die Kommentare so betrachtet habe, da waren das, ich glaube, 4 zu 3 oder 3 zu 2 auf alle Fälle. Und damit hat das Kiwi-Beast ganz klar gewonnen. Gut, wir werden beim nächsten Mal wieder nochmal abstimmen, wenn sowas ist. Und dann hoffen wir mal, dass dann auch die nächste Pflanze dann auch kommt. Wir haben ja sowieso nicht mehr so eine große Auswahl. Also gehört das Kiwi-Beast jetzt erstmal uns. Natürlich ist Schrumpfhalschen auch geil gewesen, weil es nämlich die Zombies sind alles schwächt. Gut, aber die Mehrheit entscheidet. Leider ist es so. Und damit gehört das Kiwi-Beast zum Team Pflanze. Und ich bin immer gespannt, was das Kiwi-Beast so drauf hat, weil das Kiwi-Beast hat mich ja schon die ganze Zeit schon gereizt. Das wird nicht umsonst den Namen Beast haben. Alles klar, Leute. Dann gehen wir mal weiter, Level 22, und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es noch richtig wehtun wird, dementsprechend lass mich überraschen und hauen dann richtig rein. In 3, 2, 1. Ja, okay, das Schnipsen muss ja auch gelernt sein. Ich meine, ich bin ja total dumm manchmal, aber wenn man noch nicht mal schnipsen kann, also das tut schon höllisch weh. Ja, geil, wie gut, Leute. Oh, holla, sieht nach einer neuen begutmäßigen Mission aus, Penny. Ich finde es geil. Das gefällt mir richtig. Ich mag das, ja. Ich finde es toll. Okay. 75 Dreie dürfen es nur sein. Alles klar. Wechsel Pflanze für Dreie-Serien. Zack. Alter, das scheppert ja direkt hier. Oh, hat. Okay. Dann setzen wir mal bitte nach oben hin, damit wir eine Pflanze kriegen. Wir sammeln jetzt erstmal einiges an Pflanzen, damit wir hier durchkommen. Ja, ist klar. Oh, ich feiere das total. Ey, ich find's geil. Ich find's einfach geil, ey. Okay. Und vor allen Dingen habe ich gerade festgestellt, wir haben wenige Pflanzen noch zur Auswahl. Dafür kriegen wir aber dafür mehr raus. Das ist natürlich nice. Das gefällt mir richtig gut. Alles klar. Du erstmal da runter. Du erstmal da rüber. Dann haben wir. Alter! Dann haben wir ihn da runter. Sehr nice. Das ist ja mal geil. Es ist halt nur schade, dass es mit den Dreierreihen halt so ein bisschen wenig ist, aber das würde, ich könnte den ganzen Tag da rumknallen und mit spielen. Wie ein Berserker. Das ist saugenial. Oh, und zack. Ich verstehe die Problematik. Alles klar, dann setzen wir die gleich mal um, weil die bleichen dann aus und dann stehen wir da. Das ist nicht so toll. Okay. Jetzt haben wir auch die Melone noch gesetzt. Das ist natürlich auch richtig cool. Haben noch 1058 Pflanzen. Da können wir auch direkt danach noch was anderes setzen, wenn wir sie zusammenkriegen. So, du da runter. Und dahin. Dahin. Und. Boah, Alter! Ey, das ist geil, das gefällt mir. Okay. Duplinatoren. Boah, für 4000 kriegen wir sogar Triplinatoren. Das ist natürlich auch stark. Aber mit den Duplinatoren können wir natürlich auch richtig reinfeuern. Aber wir haben es leider schon bald hinter uns. Das ist ein bisschen schade. Und dahin. Und dahin. Okay, jetzt kriegen wir auch nicht mehr so richtig, was wir kriegen wollten. Das ist ein bisschen schade. Alles klar. Erbsenkanone, genau, Duplikator. Oh, geil. Oh, das pfeffert. Oh, das pfeffert richtig, ey. Oh, geil. Ich hätte natürlich gerne die Wintermelonen auch. Das wäre natürlich nice, aber ich glaube, wir können nur eins von beiden kriegen dann. So, du dahin. Ja, das Ganze hat nicht so ganz funktioniert. Hätte ich zwar gefeiert, aber gut. Wir müssen wirklich gucken, dass wir. Oh, Alter, 5er Kombi. 4er Kombi. Sehr schön. Komm, ich will wenigstens noch die Duplikatoren haben. Ah, einmal brauchen wir noch. Okay. Ah, da haben wir was. Oh, noch besser. Zack. Was ein Feld, ey. Ja, voll der Eskalationsmodus hier. Schön. Boah, wenn da kommen nur Melonen geflogen. Das tut wahrscheinlich scheiße weh, wenn es knallt. Aber was soll's, Leute? Wir haben Begult hinter uns gebracht.
Und vor allen Dingen finde ich das total bescheuert, dass wir jetzt hier einfach mal so Löcher haben. Ich meine, ich mag keine Löcher im Rasen. Das muss, wenn schon, richtig knallen oder gar nicht. Egal. War mal ein schöner Einstieg jetzt in diesen Part. Total geil. Ich liebe dieses Minispiel. Ich schwöre euch, ich könnte das den ganzen Tag wahrscheinlich spielen. Ich hoffe, dass wir das später als Minispiel sogar freigeschaltet kriegen, weil das würde ich einfach nur abgrundtief feiern. Okay. Somit haben wir schon mal den ersten Spaß der Runde schon mal gehabt und wir starten weiter ins nächste Level. Ja, und da ist die Werbung wieder reingeplatzt, wie es sich natürlich gehört. Okay, Level 22 geschafft. Schnellstraße zur Gefahrenzentrale. Ich finde das Wort so geil. Schnellstraße zur Gefahrenzentrale. Einfach mal den Gullideckel. Schön. Und wir haben am Stoppschild gehalten. Ihr wisst ja, Leute, in jeder relevanten Prüfungsfrage, ihr müsst 5 Sekunden am Stoppschild halten und dann dürft ihr erst, wenn die Straße frei ist, überqueren. Und nicht heranrollen oder sonst was. Ansonsten ist die Prüfung durchgefallen bei der Fahrprüfung. Hält sich keine Sau dran, nur die Prüfer. Aber es ist so. Gut, Level 23. Ich denke mal nicht, dass es jetzt nochmal begult wäre. Das wäre natürlich stark. Aber wir schauen mal. Hey, mein Zukunfts... Der bist Zukunfts-Ich. Die Fremen ist eine Schattenpflanze, Benutzer Dave. Sie zieht einen Zombie, der ihre Reihe betritt, in den Boden. Mit Kraft versorgt kann sie sogar 3 Zombies kompostieren, bevor sie verblüht. Ganz schnell kannst du schon. Okay. Was, der Frevel? Zieht Zombies in die Erde, alles klar. Also die zieht 3 Zombies, so wie sie gesagt hat, in die Erde. Sehr interessant. Ich finde es ja total unsinnig, dass wir hier Taucher-Zombies haben, aber wenn ich diesen, aber wenn ich den Kraken-Zombie, ach Alter, wenn ich den Kraken-Zombie schon sehe mit dem Zeitungs-Zombie, da vergeht mir schon wieder mal das Lachen. Ich frage mich, ob es immer dieselbe Sonntagsausgabe ist. Das ist immer dasselbe Rätsel. Geil. Gut, wir werden mal mit Nachtschatten in den Kampf ziehen, weil wir es die ganze Zeit schon gemacht haben und da haben wir jetzt auch schon unsere Nachtschatten-Fraktion zusammen. Was ich jetzt nur hätte, ist jetzt gerne das Kiwi-Biest. Das würde ich nämlich ganz gerne mal... Ich finde das einfach so geil. Das sieht aus wie so ein richtiges Monster. Deswegen auch Biest, ey. Das ist schon lustig. Wir nehmen das Kiwi-Biest mal mit. Und natürlich unseren heiligen Blitzschlief des Todes. Und wir schauen mal, wie gut wir uns jetzt schlagen werden. Ich denke mal, dass wir hauptsächlich mit Schattenpflanzen jetzt kämpfen müssen. Aber gut. Wir machen jetzt erstmal hier die Dreierreihe an Mondblumen, dass wir da schon mal abgedeckt sind. Dass das schon mal funktioniert. 175 kostet das Kiwi-Biest, okay? Bin schon mal gespannt, lass mich überraschen. 75, wir behalten das jetzt erstmal. Für den Fall. Ja, das fuckt mich ja jetzt schon ab. Okay, dann kommst du erstmal dahin und da werden wir gleich einen Blitzstief reinknallen. Wenn wir es setzen können. Okay. Nein, ich glaube, du kommst lieber da unten. Das ist mir sogar lieber, weil da dieser dämische Tauchezombie kommt. Yeah, schön. Und der hält natürlich auch ein bisschen was aus, im Gegensatz zu den normalen Zombies. Das sollte man natürlich außer Acht lassen, ne? Der nächste kommt. Okay, ein Ballonzombie. Jetzt ist natürlich ein bisschen knackig jetzt. Das gefällt mir nicht, weil ich komme jetzt auch gerade nicht mit den Sonnen hinterher. Okay, das Thema hat sich gerade erledigt. Alles klar. So, dahin. Mies, 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 mies. Der wird durchrennen. Ich habe gegen die Ballonzombies bis jetzt immer noch keine richtige... Boah, geil. Okay, der versenkt die wirklich. Nice. Ist das nur eine Einmalpflanze oder... Okay, wir setzen erstmal das Kiwi-Biest hin. Dann kommt hier schon mal der nächste von unseren... Attackenmonster. Wichtiges... Nein, der Krakenzombie ist immer am Marsch. Fuck. Schlimm ist es. Ich habe verstanden, was die Schlüpfer können. Okay, die Schlüpfer können die Ballonzombies direkt zu Platzen bringen. Das ist natürlich nice. Muss man auch erstmal wissen. Okay. Machen wir mal hier platt. Da passiert jetzt gerade eh nichts mehr, leider. Und ich habe keinen Hypnopilz, gell? Okay, jetzt reicht's. Oh, geil, die wollen schon die. Sehr schön. Ah, okay, das Kiwi-Biest. Ah, das Kiwi-Biest macht flächendeckenden Schaden. Auch sehr interessant. Boah, das wird immer größer im Gefälsche. Geil, ich feiere die jetzt schon. Okay, wir haben schon einen Großteil unserer Pflanzen jetzt verloren. Das ist natürlich mies. Gefällt mir null. Die können wir da ein bisschen rangehen. Ich glaube, das wird erstmal absaufen hier. Aber ich verstehe nicht, warum der jetzt 3 Pflanzen auf einmal, wie das jetzt gehen soll. Ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Blitzschlief, egal wie, ey. Ich brauche einen Blitzschlief. Boah, die machen auf 3 Felder Schaden, Leute. Geil. Ja, der wird es aber direkt wegknotzen, wahrscheinlich, gell?
Das gefällt mir nicht. Schade. Ich sehe gerade, wir haben gerade ein ziemlich massiges Problem. Weil mir der da unten nämlich jetzt durchfetzt. Ja, und wir haben verloren. Okay, da muss ich meine Strategie ein bisschen anpassen. Das war jetzt ein bisschen dumm gelaufen, aber das war jetzt auch hauptsächlich schon zu testen. Das heißt, ich werde jetzt auf alle Fälle den, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Gute Frage. Lass mich mal kurz mal nachdenken, Leute. Was ich halt an dem Kiwi-Biest halt total geil finde, ist, dass er einfach mal zu fucking Rambo wird. So einfach so zum allmächtigen Kiwi-Hulk. Also grün und abartig, also total geil. Okay, also wenn wir jetzt eins gelernt haben, Leute, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, gerade, wenn wir vielleicht ein bisschen versetzt setzen. Wir lassen mal den Schattenpilz draußen, obwohl er eine richtig gute Verteidigung ist gegen die Zeitungszombies, aber die Zeitungszombies, die werden auch irgendwie in Schach halten können, so. Ich bräuchte, das ist jetzt sehr wichtig, eine gute Verteidigungspflanze. Und was haben wir gelernt bei meinen LPs, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht? Wir jagen einfach alles dann in die Luft. Bäm! Mal gucken, ob das hinhaut. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die jetzt drei Pflanzen nur schlucken, wenn die Friemel da jetzt da diesen Boost haben. Das würde mich auch mal interessieren. Kann nämlich auch gut möglich sein. Da setzen wir schon mal einen hin. Das ist klar. Wichtig ist, wir müssen auch mit Pflanzen klarkommen. Wenn das nicht funktioniert, nehme ich die Schattenpflanzen wieder raus. Jetzt habe ich falsch gesetzt, gell? Ja, geil. Okay. Weil das Schlimmste, was eben passiert ist, war der Krakenzombie. Der Krakenzombie, der fuckt mich einfach nur wieder mal bestialisch ab, ey. Da kriege ich eine Latte bis nach Hongkong. Echt ohne Scheiß. Okay, das passt. Sieht schon mal recht gut aus. Da kommt er schon mal. Setz mir die schon mal dahin. Kannst du den schon mal vom Himmel fegen, mein Freund. Das macht aber auch nicht. Okay, also, dann werde ich den Schattenlupe das nächste Mal rausnehmen, weil das ist jetzt ein bisschen blöd. Okay. Schade. Einfach nur schade. Weil diese Ballonzombies, die machen riesen Probleme, finde ich. Ja, und da ist der erste schon gefallen. Das ist nicht gut. So, bin schief reloaded. Du kannst jetzt schon ein bisschen Gas geben. Du musst auf jeden Fall den Zeitungszombie erstmal in Schach halten. Den nehme ich jetzt weg. Weil dann werde ich jetzt die Friedel nämlich hinsetzen. Okay, ich hab's verstanden. Ah, so geht es also. Okay, ich hab's verstanden. Das ist natürlich nice. Und dann können die dreimal hintereinander einsetzen, gell? Okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Das müssen wir auch erstmal wissen. Na komm, euch schlagen wir hoch. Der Blitzschlief, der kümmert sich gerade um die Kraken. Das ist nice. Und das Kiwi-Biest, das gibt natürlich hier Vollstoff. Das ist auch schön. So, das setzen wir jetzt noch ein bisschen nach. Weil da unten, das macht mir gerade am meisten Sorgen, weil ich da unten noch keine Verteidigung mehr habe. Das ist natürlich jetzt sehr problematisch gerade. Oh nein, ey. Macht doch die Kakatur. Aber die Kraken-Zombie hat er mitgenommen. Sehr schön. So, den jagen wir jetzt hoch. Bam! Ja, fast. Nein, 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 der rennt da eiskalt durch, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das Schlimme ist, durch die Krakenzombies haben die natürlich eine riesen Zeit, sich vorzubereiten, Leute. Und das macht er natürlich richtig geil, dass er wieder unattacked und durchrennt, weil wir ja nichts machen können und einfach auf unser Haus knüppelt, ey. Das ist so ätzend. Mieser Arschgeigen, ohne Witz. Ne, wie gesagt, das sind so Voraussetzungen, da krieg ich Herpes am Sack, ey. Das ist unfassbar. Aber gut, aber egal wie brutal es ist, das werden wir noch hinkriegen. Also brutal ist es auf jeden Fall, aber das wird schon. Gut, bringt ja alles nichts. Wir nehmen die Mondpflanze wir lassen die Mondpflanze drin. Auf alle Fälle. Die Mondblume, wo ist die? Wo ist das Sauding jetzt? Die lassen wir auf alle Fälle drin, das ist wichtig, das ist gut so. Aber den Schattenlupfer und den Nachtschatten nehmen wir jetzt raus. Und jetzt gehen wir natürlich voll in die Offensive, bitte. Wir werden nämlich jetzt hingehen, wenn die Blitzschliefe in der ersten Reihe nämlich setzen.
Dafür brauche ich meine Uga-Uga-Grunz-Grunz-Uzer-Sonnenblumen-Pflanze. Und was vielleicht gar nicht so verkehrt wäre, was wir auch noch nehmen könnten. Der Eigentümian. Mal schauen, ob wir das jetzt gebacken kriegen, ob das eine gute Variante ist. Vor allem haben wir dadurch jetzt die Chance, dass wir sau viel Sonnen generieren können. Und das wäre das Beste, was uns gerade passieren kann. Und vor allem durch die Blitzschliefe in der ersten Reihe können wir richtig Gas geben. Das Kiwi-Biest läuft jetzt mal drin. Ich finde es einfach nur lustig. Und ja, es wird schon. Ja, und wir kriegen nicht schnell genug Sonnen jetzt wahrscheinlich gerade, gell? Mies, mies, mies und nochmal mies. Jetzt bräuchte ich natürlich auch den ersten Blitzschlief. Das wäre nicht schlecht vielleicht. Ja, solange wir ihn noch kriegen, bin ich zufrieden. So, aber wir müssen den auf jeden Fall haben. Ah. Bis der erste Krakenzombie hier auftaucht. Vor allem, weil die auch die Ballonzombies ja auch treffen. Das ist halt gut für uns, ne? Auch schon wie die Uhrzeitsonnenblume, da so schön da rumdänzt. So, und zack. Jawoll. Hier setze ich schon die Sonnenblumen. Die Mondblumen. In eine Reihe. Damit ich den Frievel auch einsetzen kann. Ich setze mir jetzt da mal eine hin. Die können sie ruhig absaufen lassen jetzt. Perfekt. Lass mal auch schön Sonnen generieren. Setzt man natürlich schon eine weitere Reihe, damit es sich auch schön lohnt. Ja, der trifft den Ballonzombie nicht. Okay, das hätte ich mir eigentlich denken können. Schade. Der Eigentümer ist aber trotzdem noch da. Also wenn was ist, haben wir den immer noch im Petto. Jetzt setzen wir den dahin. Oh. Hätte den jetzt eben mitgenommen? Nee, gell? Schade. Okay. Das größte Problem ist halt, wie gesagt, der Krankenzombie. Der Krankenzombie, den müssen wir Einhalt gebieten. Und tschüss. Du kommst mir diesmal nicht durch. Ich brauche die Rasenmäher auf alle Fälle. Ja, ja, ja. Wie schön das doch ist, von Pflanzen gefressen zu werden, ey. Geiler Wende. So, dann kommt hier das Kiwi-Biest hin. Dann noch eine Mondblume, dann lohnt sich das nämlich auch. Ah, der erste Krake-Zombie schon durch, okay. Ah, fuck, ey. Die nerven mich extremst, die Teile. Unfassbar. Ah, okay. War also ein guter Tipp gewesen von euch, dass ich die Kiwi-Biester in die zweite und vierte Reihe setzen soll. Also, das habe ich mir auch jetzt, so wie ich es jetzt sehe, habe ich es auch gemerkt. Ist das optimal, weil die ja wirklich die ganze Reihe abdecken, ey. Die fräsen ja wirklich alles weg dann. Okay, da wäre der Zeitungszombie in dem Spanner durchgerannt. Das muss natürlich auch nicht sein. Und jetzt holen wir uns mal den Zeitungszombie, bevor ich hier noch Scheiße bauen kann. Und schlagen wir über den Jordan und down. Dann noch das nächste Kiwi-Biest. Ja, auch so geil, wie die Musik da anfängt. Der Gangatur meddelt dann durch, ey. Der meddelt einfach voll durch. Jetzt habe ich auch schon... Ah, nein, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich auch schon mal einen Eien, Freunde. Jetzt knallt's. Ja, das ist auch blöd, dass wir das Kiwi-Biest one-shotten. Das ist natürlich nicht so toll. Gargantua nehmen die nicht mit, okay. Bam! Oh oh. Ja, gibt es noch was? Alter, die krachen so wieder oben. Boah, nein, da oben, das wird übel, das wird übel da oben, das wird einfach übel da oben. Nein, 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 nein. Scheiß dir auf die Krankenzombie oder den anderen, ey. Okay, die Frieden machen wirklich nichts gegen Gargantua. Schade. Ey, das gibt's ja. Komm, halt ihn doch mal platt, ey. Und. Also, der Friemel ist goldfett, weil ich habe auch gemerkt, dass der Friemel auch Zombies hinter ihm trifft, wenn sie da sind. Also, der kann uns wirklich sogar den Arsch retten dabei. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass wir die Mondblume halt einsetzen müssen dafür, um das Special zu aktivieren. Ich meine, die Mondblume ist zwar schön, dass die ja im Prinzip die Sonne dann macht, aber es kostet doch ein wenig Zeit im Aufbau dann, um das richtig dann einsetzen zu können. Aber das Kiwi-Biest ist einfach nur lustig, wie es dann einfach nur so fucking Hulk wird, ey. Es ist so geil einfach nur. Okay, damit haben wir den Friemel erhalten. Im Prinzip das Pedant zum,
Nee, kein Pedant. Ich weiß gar nicht, was es sonst sein sollte. Was dann noch so wäre wie die Pflanze. Aber gut, egal. Könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es so ähnliche Pflanzen gibt wie die Frieden, wo besser sind oder wo sinnvoller sind und vor allen Dingen andere Sachen macht. Okay. Oh, was haben wir denn da erhalten? Events. Ah, jetzt ziehen Zombies mit dem Frieden in ihren Untergang. Das klingt schon so richtig böse, ey. The Plant of Doom! Boom! Yeah! Geil. Okay. Ah, den können wir sogar auflösen, das ist auch gut. Haben wir noch irgendwas erhalten, außer jetzt da Soundpäckchen für den Friemel? Direkt schon 19. Und den Schattenlupfer. Den Schattenlupfer finde ich noch nicht mal gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, vielleicht seid ihr andere Meinung, aber ich finde ihn überhaupt nicht gut an sich. Aber was soll's. Okay. Neue Runde, neues Glück. Ein Level kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Auf geht's. Ist gerade eben angefallen, dass ich mich wirklich mal rasieren könnte. Wenn ich so in die Kamera gucke, sehe ich ja wirklich aus wie ein Penner, gell? Aber ich bin wenigstens ein moderner Penner. Ich kann lesen und schreiben. Solange ich so aussehe wie der, ist alles gut. Ich höre das Getrappel mit winziger Füße. Und sehr freundlich, Benutzer Dave. Mein System ist mein Superfan. Ihr Teamgeist ist echt explosiv. Superfan? Ah, der Kampfzwerg, wirklich. Geil. Ein Superfan. Okay. Ja, schön. Gut, wir haben den Piano-Zombie, wir haben den Zeitungs-Zombie, den Football-Zombie, das ist eine ganz miese Kombi, plus den Poncho-Zombie und den Superfan. Das ist geil. Das ist so ein typischer, wahrscheinlich Fußball-Fan, so Bayern-Fan, hundertprozentig, ey. Yeah! Oder so Baseball wie bei der Amis. Bei der Amis ist es ja so ganz groß mit den Riesenhänden. Das ist schon geil. Finde ich nice. Passend dazu die passende Untermalung, plus Touchdown, vielleicht guckt ihr ja auch Rugby. Ich habe bei Rugby sowieso nie verstanden, was das Spiel für einen Sinn hat, weil das ist für mich reine Körperverletzung. Die fleischen sich da so um, ey. Das ist abartig. Na ja, gut. Aber ich spiele jetzt nicht hier beim Football. Wir gucken jetzt mal, ich habe da mal eine ganz andere Meinung, wie wir jetzt am besten damit vorangehen. Jetzt haben wir jetzt zum Glück, ja gut, wir haben die Ballonzombies, das ist natürlich genauso blöd wie vorher auch. Das Kiwi-Biest fand ich total lustig, deswegen nehmen wir das Ding auch nochmal mit rein, das letzte Mal. Und ja, wir nehmen es rein. Was wir auf alle Fälle dann brauchen wieder mal, das ist klar, nehmen wir unseren Standardpflanzen. Wir nehmen die Mondblume wieder mit und die Friemel, weil ich glaube, der kann sehr nützlich jetzt sein gegen diese zwei Dreckszombies da. Hauptsächlich gegen den Football-Zombie und dem, auch können wir gleich mal upgraden. Gib mir mal Upgrade, Bitch! Yeah, geil. Okay. Und, ja. Sollen wir den Blitzschlief mal mitnehmen? Ich weiß es nicht, ob wir den jetzt mal mit reinnehmen sollen. Ich nehme den eigentlich immer mit, gell? Ja, und ich nehme trotzdem immer mit. Der muss halt sein. Das ist so. Da fehlt mir was. Da fehlt mir einfach so ein Teil von meiner Seele, wenn ich den nicht mitnehme in dem Spiel. Ich weiß ja auch nicht. Eigentümieren auf alle Fälle, falls es mal brenzlig wird. Der Pack schäumt den Fäusten Gottes. Der ist natürlich auch wieder dabei. Auch mit seiner schönen Friedensblumen. Blumenring auf dem Kopf hat, wo es dem seinen Charakter unterstreicht. Total, total geil. Steht auch in seiner Pflanzenbeschreibung. Er schlägt zwei Zähne zum Preis von einem aus. Total geil. Und ich glaube, was jetzt auch hilfreich wäre, hat mir schon lange nicht mehr. Oh, den können wir sogar abquälen, den Eisbergsalat. Sondern hat Grüne einfrieren und einzeln bei Kontakt. Sehr schön. Okay, perfekt. Das heißt, wir haben sogar Erstschlaggarantie mit dem Ding. Haben wir eine Erstschlaggarantie? Ne, wir haben gar keine Erstschlaggarantie. Wir nehmen ihn dann trotzdem mal mit, weil ich glaube, das kann auch ganz hilfreich sein. Und wir starten jetzt. Die Football-Zombies sind natürlich ein bisschen mies jetzt. Das gefällt mir gar nicht, aber ansonsten. Sauber. Und ich habe gerade eben gemerkt, ich habe keine Urzeitsonnenblume mitgenommen. Das ist natürlich ein bisschen hinderlich jetzt. Da müssen wir das Beste jetzt draus machen. Ich meine, wir haben schon in verschiedenen beschissenen Situationen schon durch überlebt. Ich glaube, auf das eine Mal kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. So, wenn wir den Friemel natürlich direkt setzen, ist das natürlich nice. Dann direkt hier den Blitzschlief. Wir machen mal dasselbe, was wir eben gemacht haben. Der fliegt drüber, das ist mir so klar. Das ist so abartig mies eigentlich. Gut, aber der Vorteil ist, der Friemel tut ja auch den hinten dran auch erwischen. Also wenn der jetzt abschmiert, dann ist er auch weg im Fenster. Hoffentlich schmiert er ab, ey. Er ist nicht abgeschmiert. Oh, ist das bitter. Das ist einfach nur bitter, Leute, ey. Und Scheiß. Warte, was ist denn mit dem kaputt?
ist der eben gerade eben wie so eine Bazooka einfach durchgefeuert. Ey, ich sprech ab, ist das geil. Ah, auch nicht schlecht. Gut, alles klar. Hat was gehabt eben. Ich glaube, der ist auch einfach so angeflogen, explodiert. Ich bin jetzt halt nur mal gespannt, ob das auch, ja, hoffen wir es mal nicht, ob da auch unsere Pflanzen damit wegknatzt. So, hier setzen wir mal die Pak Choi hin. Wir brauchen unbedingt ein bisschen Verteidigung auf alle Fälle in unseren vorderen Reihen. Ah, der kickt den Football. Der Football-Zombie kickt ihn da durch. Oh, okay, jetzt ist der Friemel wirklich extrem wichtig. Oh, geil, die weggeköpft worden von Gott persönlich. Geil. Okay, das ist halt das. Da habe ich jetzt natürlich nicht mit gerechnet, dass der, der wird wirklich von den Football-Zombies da weggeknallt, ey. Hart. Einfach nur hart. Ich frag mich ja gerade, ob die richtig Damage dann machen, ey, wenn die da reinfeuern. Also ich denke mal, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann direkt unsere Pflanzen zum Explodieren bringen. Das ist nicht so gut. Weil der Kiwi-Beast kackt wieder voll ab, ey, ist voll unserem Gottesbild. Und ich sehe gerade, wir haben ein klitzekleines Problemchen gerade mit diesem Zahnungszombie, wenn der durchrennt. Na gut, haben wir eigentlich nicht, weil passieren kann eigentlich nichts, aber da unten nervt er mich. Hui, und ab in die Ewigkeit, in die leblose Dimension des Todes, zurück in die Hölle, wo du hingehörst. Boah, man spielt voll im düsteren Modus gerade, geil. Okay, der Zahnungszombie ist down und wir haben dieses Level jetzt auch hinter uns gebracht, also bis auf dem einen Level. Haben mir eigentlich recht gut abgeschnitten. Ich kann mich nicht beschweren. Ich finde halt diese Friemel halt total geil, dass die. Nur ich finde die halt in Kombi mit der Mondblume halt nicht so toll. Wenn die diesen Effekt jetzt einzeln hätten, gut, dann wären sie auch ziemlich übermächtig, muss man auch dazu sagen, weil da kann man die einfach hinsetzen und einfach alles wegholzen, was gerade zu nah am Rahmen ist. Aber das Kiwi-Beast auch so schön, wie die Haare hier abstehen, wie so ein richtiger Berserker. So richtig die Akro-Beast ist das geil. Aber schlecht. Okay. Ja, wir haben auch genug Kohle wieder gesammelt. Ich meine, ich habe ein bisschen jetzt was verbraten für Kostümparteien und so Scheiß aber gut, es gehört dazu. Die wollten wir sowieso nochmal haben. Dementsprechend bin ich in der Hinsicht so ein kleiner Sammler. Alles klar. Ah, jetzt habe ich das nächste Level gedrückt. Ja, da habe ich tatsächlich aufs nächste Level gedrückt, aber das ist ja jetzt nicht ganz so schlimm. Ich glaube, da könnten wir auch mal von unserem. Was zum Geier soll das Level jetzt darstellen? Ey, die haben einfach mal die Pflanzen abgefackelt komplett. Okay, das war jetzt nicht geplant, dass ich das sehe, aber das deprimiert mich jetzt gerade volle Kanne irgendwie. Das flext mich ja gerade, gell, dass da wirklich die Dinge abgefackelt sind eben. Also da bin ich jetzt mal wirklich mal gespannt, was da rauskommen soll, weil irgendwie habe ich schon ein sehr ungutes Gefühl dabei. Ich meine, wir haben ja nicht mehr sonderlich viel, Pflanzen kriegen wir auch keine. Und hier haben wir unser finalen Kampf gegen Zombos wahrscheinlich. Und beziehungsweise vor dem Dimensionsriss, vielleicht ist es ja auch noch ein Level, das werden wir sehen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie wir dieses Level jetzt überhaupt gebacken kriegen sollen. Ich meine, naja gut. Wir wollen uns jetzt den großartigen Klatschkarten aufhalten. Das ist schon sehr interessant jetzt. Ich glaube, dass das nice werden wird. Naja gut. Wir lassen uns mal überraschen, wie es im nächsten Part aussieht. Dementsprechend mache ich mich das nicht mehr verrückt. Denkt dran, oben alle Part links, rechts, der Part mit dem Kanal. Schaut mal gerne vorbei, wenn ihr Bock dazu habt. Ansonsten, bis zum nächsten Mal beim Let's Play Pflanzen vs. Zombies 2. Haltet die Ohren steif und ciao. Ciao.